Ich bin Detlef Lorbeer vom Freundeskreis Paul Wulff, bin Heilerziehungspfleger von Beruf und der Freundeskreis Paul Wulff hat sich gegründet 1999. Wir waren damals 10 Aktive. Ich bin ein Jahr später dazugekommen, also kannte Paul Wulff nicht persönlich. Ja. Ja, mein Name ist Dr. Bernd Drücke. Ich bin Redakteur der Monatszeitung Graswurzelrevolution und Soziologe. War sehr gut mit Paul Wulff befreundet über 10 Jahre und habe 1999 nach der Beerdigung den Freundeskreis Paul Wulff zusammen mit weiteren Genossen und Genossinnen gegründet. Naja, also die große Menschlichkeit und dann aber auch die Widerständigkeit, mit der er das, was ihm an Schrecklichem in seinem Leben widerfahren ist, dann trotzdem da auch gegengearbeitet hat und antifaschistische Aufklärung betrieben hat. Ja, ich kannte Silke Wagner schon seit 2001, da hatte ich eine Veranstaltung in Frankfurt, da habe ich sie kennengelernt. Und sie kannte auch schon das Umweltzentrum Archiv und wurde dann 2006 gebeten, für die Skulpturprojekte 2007 ein Projekt zu machen. Und ihre Idee war dann, das Umweltzentrum Archiv zu digitalisieren und an einem öffentlichen Ort zugänglich zu machen. Und wir haben dann zusammen eigentlich diese Weiterentwicklung des Projekts initiiert. Also ich habe ja auch von Paul Wulff erzählt, so ist dann also die Paul-Wulff-Skulptur als Teil des Projekts Münsters Geschichte von unten entstanden. Der andere Teil ist halt das Archiv, das ist uwz-archiv.de. Dort finden sich also auch tausende Dokumente zur Geschichte von Paul Wulff, zur Geschichte des Häuserkampfs in Münster, zur Anti-Atom-Bewegung in Münster und Zensur und Kriminalisierung alternativer Medien in Münster, was alles auch mit Paul Wulff zu tun hatte, weil er eben auch nicht nur Opfer war, sondern eben auch Aktivist in den sozialen Bewegungen und sich sehr für anarchistische Untergrundpresse und linke Medien interessiert hat und eben auch zeitweise Hausbesetzer in der Steinfurter Straße war. Ja, der Kampf war relativ schwierig. Also 2007 war die Skulptur ja noch direkt vom Stadthaus 1 aufgestellt. Der Stadtrat hat damals den Ankauf nicht empfohlen. Es mussten wir dann Gelder dafür einsammeln. Unterstützung kam von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die auch Einzelspenden gegeben haben. Der Künstlerin Silke Wagner müssen wir da auch vor allem danken, aber auch von den Ratsfraktionen der Grünen und der SPD kam die Unterstützung, dass es hier dauerhaft erhalten werden konnte. Und vor allen Dingen auch Bezirksvertretung Münster-Mitte war natürlich auch beteiligt. Axel Prahl und Konstantin Wecker, es haben sich viele Leute eingesetzt und wir haben 35.000 Euro zusammen gesammelt, um die Skulptur zu kaufen und haben sie dann der Stadtgesellschaft geschenkt 2010. Ja, 2007 im Mai hat die Münstersche Zeitung darüber berichtet, dass Karl Wilhelm Jötten, nachdem der Jöttenweg benannt war, ein Eugeniker und Nazi-Arzt war, der eben dann in den 50er Jahren seine Forschung unbehelligt weiterführen konnte und dann das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat und dann in den 50er Jahren eben nach seinem Tod eine Straße, nämlich den Jöttenweg, bekommen hat. Und ich habe dann initiiert, dass die Straße umbenannt wird, also erstmal mit einer Öffentlichkeitskampagne. 2007 beantragt, dass die Straße umbenannt wird und zusätzlich ein Schild angebracht wird, wo die Geschichte von diesem Eugeniker und Nazi-Arzt Jötten skizziert wird und gleichzeitig die Geschichte dieses Nazi-Opfers und Opfers eines Eugenikers, nämlich Paul Wulff. Das Ganze hat 5 Jahre gedauert. 2012 war es dann endlich soweit. Das heißt, der Jöttenweg wurde dann im Paul-Wulff-Weg umbenannt und das Schild wurde auch angebracht. Und infolge dieser Diskussion sind eine ganze Reihe weitere Straßen, nämlich über 20 weitere Straßen, die nach Nazis benannt waren, in Münster auch umbenannt worden. Das ist also eine äußerst erfolgreiche Kampagne von uns gewesen und die muss weitergeführt werden. Ja, die Bücher sind komplett erschlossen, die Plakate sind komplett erschlossen und dann sind da noch viele, viele Kartons mit einzelnen Schriftstücken und Kopien. Also das sind etwas über 200 Plakate gewesen, die in Eigenarbeit entstanden sind, also von Paul Wulff selber koloriert und ausgemalt, gestaltet. Also
Also ich glaube, ich bin ja als Erinnerungspate mit der Bezirksregierung hier immer unterwegs in den Schulen. Ich glaube, das Wichtigste an Paul ist, dass er eben als Person eigentlich auch gelebte Geschichte spiegelt, nämlich als Opfer des Nationalsozialismus, der also auf der einen Seite ein massives Trauma erlitten hat, auf der anderen Seite aus dieser Opferrolle auch herausgetreten ist, in den sozialen Bewegungen aktiv war, aufgeklärt hat über die nationalsozialistischen Verbrechen, auch ganz konkret hier vor Ort in Münster und dadurch natürlich in gewisser Weise zu einem Held der Aufklärung geworden ist, kann man sagen, und die Menschen auch bewegt. Also ich kriege das immer wieder mit, wenn Schülerinnen und Schüler sich damit beschäftigen, dann sind sie nach kurzer Zeit total interessiert. Also es ist nicht ein langweiliges Geschichtsbuch, sondern es ist eine lebendige Geschichte von einem sehr spannenden Aktivisten und Anarchisten aus Münster. Oh, er würde so einiges ändern. Also sicherlich wäre er weiterhin beteiligt hier an den Aktionen gegen die AfD, aber jetzt auch gerade gegen die sogenannten Schwurbler, also die sich weigern, zum Beispiel eine Maske zu tragen und damit auch andere Leute eben letztlich gefährden. Da wäre Paul Wulff sicherlich aktiv und er wäre sicherlich daran aktiv, die Gesellschaft von unten umzuwälzen. Also seine Idee war die klassenlose Gesellschaft, also eine herrschaftsfreie, gewaltlose Gesellschaft, war sein Ziel. Er hat sich selbst ja verstanden als Kommunist und Anarchist. Das heißt, er würde sich eine viel demokratische und viel menschenfreundliche Gesellschaft wünschen, als wir sie heute haben. Und ja, dafür würde er kämpfen. Ja.